mein Lieben. Heute habe ich mal wieder eine kleine Story auf Kosten meiner Seriosität für eure Unterhaltung mitgebracht. Falls ich je für irgendwen von euch seriös war. Aber fangen wir an. Das Ganze hat sich so zugetragen, dass mich eine Freundin zu sich eingeladen hat, um ein bisschen zu chillen, was zu gucken und ein Blizzard Tilidin zu nehmen. Kein Netflix and Chill, auch wenn es geil gewesen wäre, aber man kann nicht alles haben. Natürlich habe ich das Angebot instant angenommen und bin zu ihr gefahren. Da haben wir erstmal ein bisschen gechillt, Musik gehört und ein paar Kippen geraucht, wie es so üblich ist in meinem Leben, bis sie dann das Tilidin ausgepackt hat. Das waren 200 Milligramm Pillen, weshalb wir beide erstmal mit einer gestartet haben. Man kann zwar auch mit 400 starten, aber klein Anfang ist immer besser. Meiner Meinung nach. Ihr müsst dazu wissen, dass ich einer der Menschen bin, welche Tilidin bzw. Opioide generell ohne Probleme einfach zerkauen und runterschlucken können. Sie hingegen kann den Geschmack gar nicht ab, weshalb ich ihr dann halt einfach eine Bombe gemacht habe. Dann haben wir so 30 bis 40 Minuten weiter gechillt und gewartet, bis die Wirkung kommt. Währenddessen, soweit ich weiß, Family Guy geguckt und dann eigentlich, als es angefangen hat, direkt noch eine genommen. Ich wieder zerkaut und sie als Bombe. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, bis ihr etwas übel wurde. Damit kam sie aber eigentlich ganz gut klar, weshalb wir dann einfach noch eine genommen haben. Also war dann jeder bei insgesamt 600 Milligramm? Bin ich ja richtig? Mathe-Genie? Ja, 600 Milligramm. Kurz nachdem die Wirkung der dritten eingesetzt hatte, wurde die Übelkeit bei ihr dann aber ein bisschen stärker, weshalb sie sich übergeben musste etc. und meinte, dass sie dann keine mehr nehmen will. Die Sache war nur, dass wir halt einen Blisser hatten und somit noch 4 Stück übrig hatten und mir halt nicht übel war. Also was habe ich gemacht? Mir die 4 Stück verteilt auf 2 bis 3 Stunden allerhöchstens alle reingehauen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon echt extrem high und habe überlegt, das ist jetzt alle, aber wie könnte man das noch pushen? Und dann ist mir eingefallen, dass ich noch 4 Alpras in meiner Bauchtasche hatte. Natürlich habe ich ihr 2 abgegeben, da sie Benzos gut verträgt und ich so gesehen ihr Tilidin weggefressen habe, womit sie aber keine Probleme hatte. Also ich habe sie auch gefragt, mich entschuldigt, aber sie meinte, yo, ich habe dich eingeladen, ich habe keinen Bock mehr, kannst den Rest nehmen. Dann haben wir ein bisschen weiter gechillt, wieder ein paar Kippen gesmoked, waren beide extrem high und dann hat sich meine Blase gemeldet. Und wie ihr vielleicht aus meiner Oxy-Story wisst, kann ich auf Opioiden nicht sonderlich gut pissen. Trotzdem bin ich natürlich auf Klo gegangen, aber wie zu erwarten, kam gar nichts. Dann bin ich wieder ins Zimmer gegangen, nach ein paar Minuten wieder auf Klo, dann wieder ins Zimmer, dann wieder auf Klo, dann wieder ins Zimmer und das über so eine Stunde lang. Ich bin, glaube ich, 5 bis 6 Mal immer rein und raus gerannt. Das Problem war nur, dass sie einen Mitbewohner hatte und ich irgendwann nicht mehr auf die Uhr geguckt habe. Und irgendwann, als ich dann auf Klo gegangen bin, einfach aus seinem Zimmer so einen aggressiven Ton gehört habe, yo Digga, ich schmeiß dich raus, wenn du noch einmal hier auf Klo gehst und die ganze Zeit durch die Wohnung rennst. Ich hätte mir zwar, wenn ich gekonnt hätte, eingepisst, aber das, was ich dann gemacht habe, ich bin einfach auf Klo geblieben und habe gewartet. Sehr lange gewartet. Einfach, weil ich es respektiert habe, er musste am nächsten Tag arbeiten, da warte ich lieber. Und ja, um die Zeit zu vertreiben, habe ich ein bisschen versucht, immer mal auf WhatsApp ihr zu schreiben, also der Freundin, mit der ich das Tilidin und die Sans genommen habe und ein bisschen auf Insta rumzuscrollen, aber ich bin halt immer so hart weggenoddet, dass mir mein Handy immer auf Klo gefallen ist. Okay, gut, ich bin dann immer sozusagen wieder davon wach geworden, von dem Aufprall von meinem Handy und habe es dann wieder hochgenommen und das ging dann auch immer so weiter, bis ich dann irgendwann mein Handy vom Boden aufgehoben habe. Ich dachte, okay, ich wäre wieder kurz weggenoddet und guck dann auf die Uhr und es war 6:30. Ich bin so gegen 1:30 auf die Toilette gegangen, also 5 Stunden ungefähr. Ja, 5 Stunden war ich dann circa auf Klo und habe gepennt. Natürlich war ich dann ein bisschen ausgenüchtert und konnte dann mein Handy wieder normal benutzen. Habe ja anscheinend auch gar nicht geschrieben, weil ich es nicht hingekriegt habe. Habe nur gesehen, dass ich relativ viele Nachrichten von ihr hatte und halt auch einen verpassten Anruf. So, yo, ist alles gut, bla bla bla. Die waren aber von so 3-4 Uhr morgens, weshalb sie halt dann anscheinend schon gepennt hat. Und ja, danach bin ich mit einem tauben Arsch und unfassbar schmerzenden Beinen ins Zimmer gegangen, habe mich hingelegt und bin dann auch eingepennt.
Aber ja, ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat und rate euch auch hier wieder von dem Konsum von illegalen sowie legalen Substanzen ab. Falls ihr doch vorhabt, etwas zu nehmen, dann guckt euch gerne, falls vorhanden, eine Wie wirkt Folge von mir dazu an, konsumiert nicht wie ich und betreibt noch genügend weitere Recherche. Ansonsten wünsche ich euch aber noch einen angenehmen Tag. Es tut mir leid, dass jetzt wieder relativ lang kein Video kam und dass die Story so kurz war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.